Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Quest Treasures. Meine Leute haben sich hier so ein bisschen geprügelt, weil sie dachten, da haben wir Bock drauf. Sollen sie machen? Ich würde tatsächlich jetzt wieder zurück zur Base gehen, auf Erik wechseln und dann tatsächlich... ich weiß noch nicht so genau. Wahrscheinlich zum Drachenschädel, weil da haben wir die Quest mit den meuchelnden Mördern noch offen. Da haben wir die Quest mit Prinzessin Anemone und alles sowas und... Na komm. Also da ist noch einiges offen. Auch ist da ja auch noch der Bahnhof, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und Levanta ist ja da auch noch. Ne, also wir haben da noch ein bisschen was offen jetzt beim Drachenschädel. Ich würde zwar ganz gerne das eigentlich auch mit mir machen, aber ich weiß, dass wir für den Drachenschädel halt Dings brauchen. Für eine Sache halt den Erik und darum fahren wir jetzt zurück. Ja, komm zurück. Da ist beim Drachenschädel einiges los. Ein paar Schätze habe ich ja gekriegt. Ein Schatz wurde mir anscheinend geklaut. Du kannst unbekannte Schätze über das Hauptmenü wegwerfen, indem du erst Gegenstände aussetzt und dann getragene Schätze. Wenn deine Monster zu viele Schätze tragen, kannst du die anscheinend so machen. Ja. Irgendwas Neues dabei, ne? Doch. Ein Kärtchen. Ein Bühnenboden. Ein Ladenschild. Ein Kärtchen. Ja. Statue des... Oh, ikonisch. Okay. Also nicht alles schlecht. Und 3 Millionen, okay. Ja, war halt nicht so gut, ne? Aber ich habe, glaube ich, noch... Mila hat ein paar besondere Schätze. Wollte gerade sagen, ich habe doch da noch... Die eine Statue hier. 2,5 und die Statue. Ich habe beides... Ne, den einen habe ich von Gisella bekommen und das andere von dem anderen Dude. Irgendjemand hat... Die Sachen wieder poliert. Moment. Was du... Du bist... Ein Glück, dass du hier bist. Ich brauche deine Hilfe. Du musst nämlich wissen, dass meine Herrin von einer schrecklichen Monster angegriffen wurde. Sie konnte entkommen, aber jetzt ist sie ganz allein. Sie ist auf dem Rippenwall in Kragenweiden. Ich habe die Stelle auf der Karte eingezeichnet. Bitte, du musst sie retten. Ah! Hallo? Hallo? Irgendwie durchgeglitscht. Sehr gut. Ist mir auch noch nie passiert. Ach, sehr schön. So, Erik, lass mal tauschen. Ja, übernimm du. Du steuerst jetzt Erik. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Ich möchte ganz gerne Missionen. Ja, wir machen aber das jetzt trotzdem erst das mit, nicht mit Kragenweiten. Sondern das mit dem Drachenschädel. Ich finde das so blöd, dass hier überall so Schätze rumliegen. Where are you?
you going treasure hunting today? Nein, aber ich kann hier jetzt die Gruppe bearbeiten. Dann müsste ich doch sehen, was ich dafür brauche. Oh, das ist aber hart. Ich mache jetzt immer noch Stufe. Du kannst abheben. Du kannst analysieren, finde ich jetzt aber nicht so praktisch. Ist egal. Na gut. Ach, was mache ich denn? Wir lassen die jetzt erstmal so kurz. Und holen uns erstmal die ganzen Leute wieder rein. Wir müssten jetzt nämlich auch mit den Schätzen fertig sein. Gucken, ob wir jemand Neues rekrutieren können. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt richtig harte Kämpfe auf uns zukommt. In der Kantine was Neues. Ach so, der Salat, ja. Ui, ganz viele. Du kommst weg. Püppchen kommt mit. Danke. Nein. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst mit rein? Hallo, aufpassen! Butina schließt sich an. Du kommst mit? Ey, muss das denn sein? Entspann dich. Moritz schließt sich an. Das ist sehr gut. Excellent. Und da fehlt mir das Essen. So, hier sind die Monster wahrscheinlich wieder da. Alle? Sehr gut. Enormer Erfolg. Ja, okay. Gut. Und einen Schatz haben wir mitgebracht, ein Kärtchen. Ja. Wie man es sehen möchte, ne? Nochmal ein enormer Erfolg. Hier ist nur ein Erfolg. Ich glaube, ich hatte die dahin geschickt wegen den Killer-Tomaten. Ich wollte die Killer-Tomaten haben. Schicke Rüstung. Oh, ich möchte ganz gerne Monster entlassen. Den Knüppler behalte ich erstmal. Wieso können die nicht zwei haben? Ich will nicht die wegschmeißen, die halt so cool sind. Macht halt nur Sinn, doppelte zu haben, aber ich meine, die sehen schon gut aus. Naja, ein bisschen Platz haben wir ja noch. What is it? Fancy a change. Stufe. Dich nehme ich mit. Du kannst gleiten, dich nehme ich auch mit.
Der wäre eigentlich ganz gut auch zum Abheben. Ah ja, okay. What is it? Ah, a dispatch. Fancy sending a team out? Machen das nochmal nach dem alten Muster. Die mit der geringsten Stufe werden jetzt erstmal alle weggeschickt und es ist mir egal, wohin. Nein! War schon richtig. Mal gucken, wo ich sie hinschicken kann. 20. 66. Dann schicken wir sie doch dahin. Entsenden. Ja. So. Dann Team bilden. Dann leveln die so ein bisschen auch. Aber wir haben schon sehr viele im hohen Bereich. Das muss man dazu sagen. Zielort wählen. 40, 66. Entsenden. Ich habe die jetzt da nur hingeschickt wegen den Killer-Tomaten, ne? Ja gut, dann entsenden. Ihr seid ja vom Level her ziemlich weit oben. So, ich meine, so funktioniert es auch. Zielort wählen. 40, 66. Na komm, gehst du da auch nochmal hin. Die Stufe 8, ey. Na ja, gut. Nichts. Your dispatch team found a bejeweled monster. Ja, das ist aber jetzt unwichtig. Die Frage ist, wo wollen wir denn hinzukragen? Wird tatsächlich. Ach, bei Drachenschädel gibt es ja nur einen. Ein Drachenschädel. Ich würde dann tatsächlich das so machen, dass ich nach hinten zu Levanta mich dann nach vorne arbeite. Und dann. Die meisten Sachen sind ja, glaube ich, vorne mehr oder weniger. Beziehungsweise eine Stufe unten. Aber wir können ja mal gucken, was der Levanta von uns möchte. Ja. Ach, warte. Wo ist denn hier der... Kopf. Das müsste doch hier irgendwo der meuchelnde Mörder sein. Ja. Der mechanische Meuchler, so rum. Ist nicht mehr, aber die meisten seiner Bestandteile scheinen noch intakt zu sein. Erik beschließt, auf einen Richter zu warten. Puh, das war eine anstrengende Reise. Der Aufstieg ist mir ganz schön auf die Knöchel gegangen. Hey, hast du zufällig vom goldenen Souverän gehört? Er hatte hier früher überall seine Finger im Spiel. Und er war angeblich auch der, der diese Waffenfabrik gebaut hat. Aber nach seinem Tod hat niemand sich um sie gekümmert. Dein mechanischer Meuchler wurde garantiert hier gebaut. Ich klopfe auf Holz, dass ich ihn reparieren kann.
Ja, nun habe ich alle Bauteile, die ich brauche. Zeit, dass ich mir die Finger schmutzig mache und mit der Arbeit beginne. Der Richter holt sein Werkzeug hervor, wer weiß woher, und macht sich daran, die mechanischen Meuchler zu reparieren. Mit Eriks Hilfe fügt Herr Richter die Teile wieder zusammen und montiert drei neue Komponenten. Langsam aber sicher setzt er die kaputte Maschine wieder zusammen. Und dann werden ganz plötzlich die Systeme des mechanischen Meuchlers wieder aktiv. Piep, piep, Dude. Das nenne ich gute Arbeit. Ich habe mir zwar die Finger wund geschuftet, aber es hat Spaß gemacht. Tja, für mich gibt es hier nichts mehr zu tun. Der Rest liegt in deinen Händen. Oberste Direktive, blauhaarigen Jungen beschützen. Piep, piep, blauhaariger Junge erkannt. Du wurdest von einer bösen Kreatur angegriffen. Ich wollte dir helfen. Ich habe gekämpft, um dich zu beschützen, aber ich konnte meine Direktive nicht erfüllen. Erich stellt sich dem mechanischen Meuchler vor und erklärt, dass die böse Kreatur in Wahrheit seine Schwester Mila war. Ach, wer kennt sie nicht, diese bösen Kreaturen von Geschwistern? Datenbank aktualisiert. Junge heißt Erik, Schwester heißt Mila. Mila nicht böse. Oberste Direktive neu programmiert. Muss Erik beschützen. Neue Seriennummer generiert. Protector Iki. Lass mich mit dir kommen. Ich werde für dich kämpfen, bis ich ein rostiger Haufen Schrott bin. Der mechanische Meuchler hat sich der Seriennummer Protector IK gegeben. Wie es scheint, will er sich dem Team anschließen. Protector IK, sagen wir, zur Basis kommt. Ja, klar. Ich meine, einen geschenkten Girl gucke ich nicht ins Maul. Er macht sich auf den Weg. Okay, dann haben wir das jetzt schon mal. Dann laufen wir mal hier hoch. Aber dann kommen wir eigentlich schon ziemlich gut weit, was die Mission angeht, ne? Klar, mir fehlen immer noch ganz viele Luftballons gefühlt. Aber wird schon. Oh, hallo! Ja, ein Lager der Ebenen, bitte. Spitze, dann wollt ihr auch mal. Ich finde es so gut, dass man so eine Abkürzung hat. Die Wand hat mich noch an. Und da oben sehe ich doch auch einen. Nee, der ist zu weit weg. Warte, ich komme gleich wieder. Also auf so einem Zwischending hier irgendwo. Ich komme. Ja, irgendwo hier. Ich hab's schon gesehen. Ich wollte aber den Luftballon oben haben. Better get this appraised. Das sieht schon wieder noch so einen komischen Schatz aus. Komm ich da jetzt ran? Noch irgendwo, was ich zerplatzen lassen kann? Sieht nicht so aus. Na schön. Aber vieles, was ich kaputt machen kann. Ja, ich weiß, es ist gemein. Das ist gemein, ich weiß, aber ich will. Hi. Du willst noch mehr trainieren, oder? Gut, ich habe eine neue Herausforderung für dich. Entfessle den Drachen. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du dich mal alles gekümmert hast. Ich hab doch schon so viele Monster gebändigt. Muss ich das trotzdem jetzt alles machen? Muss ich alles aktiv machen? Okay.
Wie soll ich denn Medaillen in meinen Besitz bringen? Das ist die Frage. Wir haben ja nicht alle Rüstungen. Seit wann war da denn bitte schön ein Luftballon, sag mal? Okay, das habe ich jetzt auch geschafft. Ich denke mal, das wird so mit der Zeit kommen. Gut, dann gehen wir halt wieder in das andere. Mir doch egal. Hier ist ein Lagerfeuer. Trifft sich mit Prinzessin Anemone. Das ist alles ein Ticken drunter. So. Hier ist was. Hier ist Prinzessin Anemone. Begib dich zu diesem Ort, der die Karte zeigt, und spür die Diebin auf. Hier ist aber das Diebeslager, ne? Ich würde tatsächlich dann vielleicht gucken, ob ich zu dem anderen Lager komme. Wo ist der kleine Dude hier? Hi. Are you ready? Ja, ich gehe mal zum Piratenlager. Das müsste jetzt nämlich eins weiter unten sein, ne? Hoffe ich zumindest. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Baka. Ich seh's doch. Ich mag einfach die Musik. So, jetzt sind wir nämlich, glaube ich, ein Ticken genau weiter unten. Jetzt könnte man nämlich zu dem Ort hier. Gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Weiter näher ran geht nicht, ne? Nee. Du kannst ja mal hier probieren. Da gehe ich ja den Weg lang. Da hoch komme ich aber nicht, oder? Soll ich den direkten Weg da hoch nehmen? Oh, süßer Schleim hat aber in sich du. Was war das denn? Kommen die jetzt nicht rüber? Als ob. Ich würde sagen, hier sind sie doch. Friedrich kassiert ganz schön. Ich glaube, ich muss noch mal Medaillen. Medaillen tatsächlich ausrüsten.
Ja, war ja klar, der hat ja gar nichts. Der hat auch nichts. So. Dann geht's mir bestimmt gleich besser. Hier. Ist hier. So ein Glück, ein Portal erscheint hier, den Ritter. Kann nicht schaden. Ja, vielleicht doch, aber. Friedrich, kann ich dich mal ganz kurz andütschen? So. Gründer! Schatten, okay. Din, 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 din. Oh, Ebene 3. Schon mal so ein Heilungsding. Jetzt muss ich mal ganz kurz bei der Mission bei Levanta mal gucken. Was meinen die mit entfessle das Tier in mir? Motel. Aber dieses, der sagt nicht, was es ist, ne? Wendige Monster. Entfessle den Drachen. Orgnierung? Entschwingen wir. Machen wir später. Wir müssen ja so oder so zum Schwingen wir. Da sind ja auf jeden Fall noch mindestens 2 Drachensteine. Euch geht's gut? Sehr gut. Ja, klar, komm. Wer ist es? Super Saiyajin Mode activated. Oh, eine Killermaschine. Hey, wo ist er? Ich seh nix. Komm schon, ich hab dich gleich. Dankeschön. Du hast die Killermaschine besiegt. Jo. Und nun? Gold. Sehr gut. I guess we're done here. Oh ja, das war gut. Auf jeden Fall war es gut, dass wir so einen Schleicher mitgenommen haben. Wird geladen. Hä? Wo ist denn was? So, wo gehen wir als erstes hin? Wir hätten da was, wir hätten da was. Weil ich ja so neugierig bin. Krempenkonzert. Gehen wir tatsächlich erst zum Bahnhof. Will den Bahnhof.
Ist ja egal. Komm gleich. Was ist denn hier ein Treasure? Ich sehe nichts. Ach da. Da ist der Treasure. Ja gut, war eh nur ein Silberner, also ist es auch egal, aber trotzdem. Ach, guck mal, wer da wieder aufgewacht ist. Ja, nicht ganz, der ist noch ein bisschen down. 10 in Ordnung. Warte, lass mich kurz ausruhen. Let's get some shut eye. Und was das Ganze jetzt mit dem Dude auf sich hat, das sehen wir im nächsten Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.